Kleiner geht's nicht. Das ist Chandra Bahadur Dangi. Mit einer Körpergröße von 54,6 cm ist er der kleinste Mensch der Welt. Obwohl der Nepalese in etwa so groß wie ein neugeborenes Baby war, erreichte er immerhin ein Alter von 75 Jahren. Das soll ein Computer sein? Tatsächlich ist das der kleinste PC der Welt. Der von IBM entwickelte Rechner ist mit einer Größe von 1x1 mm kleiner als ein Salzkorn. Trotz seiner geringen Größe hat er eine Leistung eines Computers aus den 90ern. Noch verrückter, in Massenproduktion soll er für unter 10 Cent hergestellt werden. Das kleinste Haus steht in Wernigerode in Deutschland. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert ist lediglich 4 Meter hoch und 3 Meter breit. Angeblich sollen in ihm bis zu 11 Personen gelebt haben.